dunkle Hut noch, oder? Und wo platzieren wir die auf deinem Diorama? Das ist der Drachenflieger. Stellen doch einfach daneben. Hm? So, die erste Figur steht. Ja, packst du sie auch aus? So, was haben wir denn da für einen Tee? Das ist Alpenpanorama. Ein süßes kleines Teegläschen. Und ein kleines Blättchen extra dazu, wo die Zutaten draufstehen und wie es zubereitet wird. Den werden wir uns heute Abend schmecken lassen und dann mal berichten. Unser Elf Rabbits hat wohl den Weihnachtszug für sich entdeckt. So ihr Lieben, ich bin wieder zu Hause und die erste Weihnachtspost hat mich erreicht. Und zwar eine ganz liebe Karte von der lieben Leila. Hallo meine liebe Corrie, ich wünsche dir und deiner Familie ein wunderschönes Weihnachtsfest. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Liebe Grüße Leila. Liebe Leila, das kann ich absolut nur zurückgeben. Ich freue mich riesig, dass wir uns über YouTube gefunden haben und dass daraus ja, eine Freundschaft entstanden ist. Und hoffentlich machen wir noch viele tolle gemeinsame Projekte. Eins davon werdet ihr im Laufe der Wochen sehen, denke ich. So, jetzt war ich ja, wie ihr vorhin mitgekriegt habt, im Lidl und in der DM. Meine Herren, man merkt echt, dass gestern Geld gab. Ist da voll. Naja. So, das eine kann ich euch nicht zeigen, das brauche ich für unseren Wichtel, für unseren Elf. Aber bei Lidl gab es Granatäpfel, 20% reduziert. Da musste ich einfach zugreifen. Ich werde euch, weiß nicht, heute Morgen zeigen, wie ich die entkerne. Da gibt es eigentlich einen ganz einfachen Trick. Und ja, dann haben wir die, dann tue ich die in Froster und dann kann man die peu à peu essen. Ist so günstiger, als wie wenn ich die tiefgefrorenen hole. So, dann gab es auch wieder 20% reduziert. Diese After Eight Nachmache vom Lidl. Ich finde die sogar leckerer wie das Original, weil sie dünner sind. Aber das bleibt jedem selbst überlassen. Und dann yummy, yummy, yummy. Ganz viel Schokolade. Zweimal Pumpkin Spice Schoketten. Das ist diese Winter Edition. Dann zweimal
Zuckerstange Minze und weiße Zimtcrisp. Also bei allen drei Sorten bin ich echt mal gespannt, wie die schmecken. Das war jetzt so die Winteredition und ich denke, das war jetzt auch unser Weihnachtsvorrat an Schokolade. Wir hatten ja gestern auch schon eine mitgenommen, wie ihr ja gesehen habt. So, und eigentlich sollte der junge Mann von einem seiner Onkels einen Schoko-Adventskalender kriegen. Das hat leider so nicht geklappt, weil der keine Zeit hatte, vorbeizukommen. Und deshalb habe ich ihm jetzt noch einen Schoko-Adventskalender geholt, weil nur der Playmobil, da fehlt die Schokolade. Das gehört einfach zu Weihnachten dazu. Genau. Dann war ich noch an unserem Bücherschrank. Hab von Timothy Carter ist das. Dämonenhunger. Ist das nicht ein geiles Cover? Allein das Cover hat mich schon angesprochen und da ist nichts dran. Die sind richtig gut, die Bücher. Ja. Die witzigste und turbulenteste Weltuntergangsgeschichte aller Zeiten. Bin ich mal gespannt. So, das war Lidl. Dann war ich noch in der DM. Da habe ich die Kartusche für unseren Sodastream geholt. Ich meine, eine volle ist im Moment drin, aber wir haben immer gerne zweite da. Das sollte jetzt locker halten bis ins neue Jahr. Die hole ich aber immer in der DM, weil sie da am günstigsten ist. Also zumindest bei uns ist das so. Dann, das riecht so gut. Duftkerze Cranberry. Weiß nicht, ob ihr das... Yum, yum. Jetzt haben wir Apfelzimt und Cranberry. Und dann habe ich noch von Balea Winter Protect Haarbalsam geholt. Da ich ja mit extrem trockener Haut kämpfe, dachte ich, ist das nicht falsch, um auch die Kopfhaut ein bisschen was Gutes zu tun im Winter. Und wie ihr wisst, ich sammle diese Taschen. Musste die Wintertasche von der DM auch mit. Ganz schlimm bei mir. Also ich glaube, wir haben mittlerweile 30, 40 von diesen Taschen, weil sie sollen ja auch nochmal verwendet werden und ich will sie nicht gleich wegschmeißen. Ja. So. Dann habe ich mir schon mal einen Obstsalat vorbereitet. Da ist drin Apfel, Banane, Mandarinchen und Blaubeeren. Da tue ich mir jetzt noch ein paar Haferflocken. Viele haben wir ja nicht mehr. Ups, muss ich neue aufmachen. Rein. Und ein paar Sonnenblumenkerne. Ihr merkt schon, ich kann wieder besser essen. Ich meine, ein Steak kann ich noch nicht kauen, aber einen etwas festeren Käse zum Beispiel, das geht wieder. Oder ein Apfel oder auch mal einen Kern. Das geht. Tjo, dann noch ein bisschen Joghurt quasi als Dressing, weil ich, ja, Zitronensaft ist auch super lecker, aber ich finde das mit Joghurt einfach besser. So. Ich liebe Joghurt. Und noch ein bisschen Lebkuchengewürz. Und dann ist mein, Moment, hier, Lebkuchengewürz. Dann ist mein Obstsalat auch fertig. Dazu gibt es einen leckeren Tee.
weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Kaminabend. Upp, ist blöd. Auf jeden Fall ein Tee. Und ja, das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Dann werde ich Hausarbeit machen. Da werde ich euch, denke ich, nicht mitnehmen. Muss noch ein, zwei Videos abdrehen. Und ich denke, wir sehen uns heute Nachmittag gegen Abend wieder. So, während Junior sich von der Schule etwas erholt und drüben Santa Claus 2 guckt. Und was isst, tue ich hier essen im Wohnzimmer. Das ist Reis mit Gemüse, Hähnchennuggets. Und ich werde Herrn der Ringe Band 2 dazu lesen. Gutes Stück bin ich ja jetzt schon weit. So, fertig gebastelt sind sie erstmal. Ich finde, die sind ganz gut gelungen. Morgen machen wir die Kordel dran und hängen sie auf. So, ihr Lieben, da Männer heute länger arbeiten muss, probieren wir den alleine. Das ist der Tee von heute Morgen aus dem Adventskalender. Alpenpanorama heißt der. Da ist drinne Karotte, Ingwer, Orangenschalen, Rooibos Natur, Apfel, Brombeerblätter, Ingwer, Rohrohrzucker, natürliches Aroma, Pfefferminze, Verbene Gans, Passionsblumenkraut und Kornblume Blau. Das Ganze wird aufgebrüht mit 100 Grad heißem Wasser, soll 11 Minuten ziehen und wir brauchen ungefähr einen Teelöffel auf 250 Milliliter. Gut. Dann denn so wird das nichts mit dem Teelöffel. Also riechen tut er schon mal richtig toll. So, das sind kleine Teelöffel, deswegen nehmen wir da ein bisschen mehr. So. Ich weiß nicht, ist das so? Sieht das dann aus? Dann machen wir Omas Tee-Ei zu, wie sich das gehört. Hängen das in die Tasse. Na. Eieiei, ich habe schon lange kein Tee-Ei mehr benutzt, merke ich gerade. Ah. Das Ganze soll dann, wie gesagt, 11 Minuten ziehen. Jetzt warten wir noch aufs Wasser. Und ich fülle den wieder zurück. So, perfekt. Wie ihr seht, ist immer noch genug drin. Da kann ich später mit Männe noch einen Tee trinken.
lassen wir das Ganze jetzt ziehen und ich sage euch dann Bescheid, wie es geschmeckt hat. So, ihr Lieben. Das Tee-Ei ist aus der Tasse. Jetzt probieren wir den Tee mal zusammen. Der ist wirklich interessant. Ich kann nicht sagen, nach was er genau schmeckt, aber die Minze schmeckt man auf jeden Fall raus. Also wenn man Kräutertees mag, ist der sehr lecker. So. Ich wünsche euch noch einen schönen 1. Dezemberabend. Genießt ihn mit euren Lieben und wir sehen uns morgen früh zum nächsten Krimi.